Mein Name ist Manuel Bastian und ich zeige euch heute den Tubemeister 5 von Jussen Kettner. Die Kiste fand ich vom Konzept her sehr interessant, weil es ein Mini-Top-Teil ist, hat nur 5 Watt, wiegt 3,5 Kilo, ist sehr klein von der Größe her. Ich habe mal was mitgebracht, was jeder Musiker zu Hause hat und kennt von der Größe. Ja, ihr seht, nicht mal so hoch wie eine Flasche Bier. Eigentlich genauso breit, wie eine Flasche Bier hoch ist. Ob das Zufall ist, man weiß es nicht. Kommt in diesem Bag, was super geil ist, wenn ich irgendwie mal einen Gig habe, wo ich hinfliegen muss, ja, dann kann ich das Teil im Handgepäck mitnehmen. Oder ich kann mit dem Zug zum Gig fahren. Muss keine Box mitschleppen, weil das Teil eine Loadbox eingebaut hat. Was ist eine Loadbox? Loadbox schützt eure Röhren, wenn ihr einen Vollröhrentop ohne Box betreibt. Ja? Das geht normalerweise nicht, weil der Amp diesen Widerstand von der Box sehen muss, sonst brennen euch die Röhren durch. Das kann euch mit dem Teil nicht passieren. Das heißt, ihr braucht schon mal keine Box. Ihr könnt das Teil über die sogenannte Redbox, ja, das ist die Speaker-Simulation von Jussen Kettner, könnt ihr das Teil direkt ins Pult spielen, habt einen geilen Speaker-Sound, direkt ins Pult, ihr braucht kein Mikro, klasse. Das mit der Größe, nur 3,5 Kilo. Ja, zur Technik, wir haben ein Vollröhren-Top-Teil, wir haben in der Vorstufe eine 12AX7, in der Endstufe haben wir eine 12BH7, und das ist keine neue Körbchengröße, sondern eine Doppeltriode. Doppeltriode heißt, wir haben quasi zwei Röhren in einer, ja. Und zwar arbeitet die im Push-Pull-Betrieb. Dazu braucht man normalerweise zwei Röhren. Wir haben hier nur eine, sieht man. Hier vorne die Mini-Vorstufenröhre. Dahinter ein bisschen größer die Doppeltriode. Dann haben wir hier XXL-Trafos drin, sieht man auch. Das sind hier richtig fette Blöcke. Und die bewirken einfach, dass man ein bisschen mehr Headroom hat. Ja? Normalerweise bei so 5 Watt-Tops ist es immer ein Problem, dass die gerade unten im Bassbereich sehr dünn klingen, ja, und dann anfangen zu bröckeln und so. Das habe ich bei dem nicht. Das klingt wirklich wie ein amtliches, ausgewachsenes Top-Teil. Ja. Ich zeige euch einfach mal, wie die Kiste klingt. Genau, zur Front. Wir haben hier On-Off-Schalter, ja, dann Höhen, Mitten und Bässe. Einen Drive-Schalter. Dann haben wir hier Master Volume und das Gain und natürlich unseren Input. Der Drive-Schalter ist ein bisschen irreführend, weil ich ja gerade gesagt habe, dass es ein Einkanaler ist. Ich kann hier halt einfach nochmal, wenn ich es ein bisschen härter brauche, kann ich den Drive aktivieren und dann komme ich richtig in diese High-Gain-Ecke. Ansonsten, ihr wisst, Vollröhren-Amps klingen am geilsten, wenn man sie aufreißt, ja. Es ist bei dem nicht anders, nur kann ich das hier lautstärketechnisch noch mit meinen Nachbarn vertreten, weil es nur 5 Watt sind. Ich bin jetzt hier, IQ steht gerade alles auf Mittelstellung, ja, dann haben wir so einen guten Ausgangspunkt. Master bin ich gerade halb aufgerissen und das Gain komplett. Ja. Klingt so. Und so bin ich quasi, mein Preamp ist voll am Pumpen und meine Endstufenröhre, die eine, die hat es noch ein bisschen gemütlich. Der gebe ich jetzt auch mal Feuer. Ich drehe die mal komplett auf. Dann klingt es so. Ja, und ihr merkt schon, es ist unten richtig dick. Ich gehe jetzt mal hier mit dem Master noch ein bisschen zurück, dann wird es unten in den Bässen noch ein bisschen akzentuierter. Gehen wir auf den Bridge Pickup, dann habe ich hier schon meine AC/DC-Ecke.
Geile an einem Einkanaler ist halt diese Spieldynamik, ja, das zeige ich euch jetzt. Und zwar, ich gehe wieder auf den Hals-Pickup, wenn ich jetzt richtig fest reinlange in das Teil. Dann habe ich meine natürliche Röhrenkompression, diesen Röhren-Overdrive, ja, das was halt einen guten Röhren-Amp ausmacht. Wenn ich jetzt aber ein bisschen sachter spiele, wird mein Sound komplett clean. Dann kann ich halt sehr dynamisch spielen, ja. Wenn ich mich jetzt zurücknehme, ist er clean. Jetzt aber ein bisschen fester, Rainer. Und wenn ich einen Amp habe, der das kann, ja, dann lasse ich das automatisch in mein Spiel einfließen. Das heißt, mit dem Amp lernt ihr auch noch ein bisschen was. Wenn ihr ein Dreikanaler gewöhnt seid, vielleicht habt ihr zu Hause geile Vintage-Amps, dann kennt ihr das schon. Deswegen ist es gar nicht schade, dass man diesen Drive-Schalter, kann man leider nicht mit einem Fußschalter aktivieren, aber kein Problem, weil wenn ich jetzt hier alles aufreiße, dann habe ich meinen Zerr-Sound, wenn ich reinlang. Wenn ich jetzt einen clean Sound will, lasse ich alles so wie es ist, gehe auf meinen Hals-Pickup, drehe Lautstärke an der Gitarre ein bisschen zurück. Kann dann auch schon auch richtig in diese Funk-Ecke. Dreh wieder auf. Hab wieder meinen Overdrive-Sound. Jetzt, falls ich mehr Zerre brauche als das, ja, habe ich hier, ich gehe mit dem Master ein bisschen zurück, meinen Drive-Schalter und dann geht's richtig zur Sache. Ja? Dann kann ich diese ganzen Heavy Sounds auch spielen. Der Amp schmatzt auch schön, ja, hier mit den Single Coils. Selbst jetzt hier mit der Mega-Zerre gehe ich mit der Lautstärke an der Gitarre zurück. Ich kriege immer noch einen ziemlich brauchbaren Clean Sound, ja? Auf und hab wieder das volle Brett. Das Ganze zeige ich euch jetzt noch mit der Speaker-Simulation.
Sehr Sound. Gehe ich hier wieder aus dem Drive raus. Seht, ich habe jetzt einen IQ immer noch in der Mitte stehen, den habe ich noch nicht mal berührt, ja. Ich finde, der Amp ist schon sehr geil abgestimmt. Wenn ich jetzt hier, ich kann mal die Bässe voll reindrehen, was es dann macht. Gehen auch mal wieder aufs Mikro jetzt. Dreh mal die Höhe noch ein bisschen rein. So, ihr seht auch mit den Höhen. Geht richtig viel, dass es weh tut schon. Die Mitten. Sind auch kräftig da. Ich zeige euch jetzt den Amp noch schnell. Mit einer Hamburger Gitarre.